Das ist Devil. Hüt zum Thema. Römer News, Pflegeblues, Bundeshus. Live bei uns im Folio, Michel Kalt. Und da ist er, direkt aus Salzburg, der Dominik Devil. So, da bin ich. Guten Abend miteinander. Hallo. Danke vielmals. Merci. Danke. Danke. Grüß euch, guten Abend. Deine Fernsehsesseln und auch hier bei uns live im Podium in Zürich. Herzlich willkommen zu Devil. Eine seltsame Woche ist das gesehen, ja. Seltsame Woche. Leider schon der Donnerstag. Haben es vielleicht auch erlebt? Also, ihr müsst euch vorstellen, ich bin Bäckerei am Donnerstag, Gipfel geholt wie immer, bedient mich an der Kasse ein Kind. Ja? In der Autogarage ein Mädchen am Karosserie putzen. Vor Mittag schnell in die Migro, Kind am Regal einräumen. Dann ist geschnallt, das ist ja Zukunftstag am letzten Donnerstag. Ja? Kinder dürfen für einen Tag in der Erwachsenenwelt mitschaffen. Kinderarbeit, sozusagen. Dazu gefühlt die 25 Grad im November, haben wir gefühlt jetzt Pakistan. Ist auch noch. Grundsätzlich aber eine tolle Sache. Gut, ich muss sagen, bei meinem Arzttermin habe ich es so schräg gefunden, ja, wo der 6-Jährige gerufen hat: So, Hosen ab, Herr Devil! Das eigentliche Ziel des Nationalen Zukunftstages ist ja eigentlich gar nicht so bekannt. Rollenklischees in der Berufswelt aufzubrechen. Buben zum Beispiel sollten vorzugsweise in typische Frauenberufe reinschnuppern. Ja? Wie zum Beispiel Daniel Josic im Bundesrat. Ja? Schönes Bild, oder? Der Bär ist so, shit, ist das mies. Ja? Hingegen die Mädchen haben zum Beispiel den Zukunftstag auf den Bau verbracht und tolle Erfahrungen gemacht. Könntest du dir das vorstellen für die Zukunft? Nein, nicht wirklich. Und könnt ihr euch vorstellen, zum Bau zu arbeiten? Nein, ich nicht. Ich habe eine Vorstellung. Weniger? Nein. Auch? Nein. Nein. Große Begeisterung. Ja. Aber vielleicht war es auch einfach ein bisschen langweilig auf der Baustelle. Die sind nämlich diese Woche vielfach umbesetzt geblieben, weil schweizweit haben ja gerade auch noch BauarbeiterInnen-Protest stattgefunden. Auf den Baustellen im Kanton Zürich bleibt es still. Ihr könnt mit euch in Ruhe kommen! Umso lauter ist es auf den Straßen. Nein, das gehört. Ihr seid unsere Zukunft! Mein Sohn mega schlau am Zukunftstag einfach mitstreiken. Ja? Das ist mein Sohn. Richtiger Büzerbub, mein Sohn. Aber laut ist es jetzt nicht gesehen, wie sie überhaupt hat. Oder laut, also lieber die streiken als hantieren mit ihren Pressluftbohrern. Ganz persönlich, ich persönlich unterstütze bestreikte Baustellen sehr fest. Vor allem die unter meinem Schlafzimmerfenster. Ja? Herrlich ruhig. Ruhig war es mal für den Morgen. Endlich weiter so. Mehr Streik. Ich hoffe jetzt noch im Winter auf Guggenmusik-Streik, im Radio auf Last Christmas-Streik und in den Ferien Babys im Flugzeug-Streik. Bitte, das ist mega wichtig. Ja? Aber leider ist ja unser Land nicht gerade als Streikland bekannt. Unser Land ist ja mehr bekannt als Heidiland, Oligarchenparadies, Home of Nazi-Gold, ja? Parkplatz vom Europapark oder einfach Schweden. Ja? Für das sind wir bekannt. Gewisse Regionen in der Schweiz sind aber auch, haben das gewusst, als Death Valley bekannt. Tal des Todes. Speziell Lauterbrunn und Wallenstadt, wo seit jeher ExtremsportlerInnen aus aller Welt anziehen. Zu den Schweizer Wanderwegen als freiwilliger Mitarbeiter bin ich eine Art dazu gekommen, durch einen Kollegen. Er hat mich einmal darauf angesprochen. Es wäre doch interessant, die Wanderwege zu unterstützen, die ein bisschen weiter sind. Nein, das ist das falsche Video, ganz ehrlich. Du hast nicht gemeint, Wanderwegen putzen. Beim Wanderwegen putzen hast du die grösste Gefahr, ja? Dass man ins Gespräch mit einem Rentnerpaar kommt und dabei elendig verhungert währenddessen. Nein, gemeint sind natürlich Extremsportarten wie Basejumping, also das Gumpen von Felsen. Einfach statt Landjäger und Wanderkarten mit Fallschirm im Rucksack. Three. Bei solchen Aktionen kommen leider immer wieder Leute ums Leben, die für diesen Thrill extra in die Schweiz reisen. Ich weiss, mega überraschend bei diesen Bildern, dass so etwas passiert. Darum schon länger jetzt bei uns Diskussion, ob man den Sport selbst verbieten oder regulieren sollte. Es kann ja schließlich nicht sein, dass Ausländer in die Schweiz kommen und hier sterben, ohne dass Exit mitverdient. Ja, da geht ja nicht. Von einem Verbot halten Basejumper und Basejumperinnen selber natürlich nichts.
Weil sie sagen, sie würden einfach in der Nacht die Absprünge machen, damit man sie einfach nicht sieht. Das ist logisch, ja. Ich meine, wenn so ein Verbot käme, wäre es mega schwierig, mit dem Outfit unauffällig auf den Berg zu kommen. Hm? Außer du gehörst zur Dance Crew vom DJ Bobo, eventuell. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Wir Schweizerinnen und Schweizer, wir sind schon auch krasse Sieger. Wir lieben ja Adrenalin. Wir haben einfach unsere ganz eigenen Extremsportarten. Am Sonntag waschen. Roger Federer öffentlich kritisieren, in Deutschen einkaufen, im Aargau die Fahrprüfung machen, sich beim Zuprosten in die Augen schauen und für die ganz Extremen, ja, in der Mikro rumgehen, nicht nachzählen. Ja, das sind so die Extremen. Aber wisst ihr was? Jetzt tu noch beruhigen. Basejumping ist auch nicht so krass, wie alle meinen. Das sterben ja jährlich wirklich mehr Leute beim gemütlichen Wandern. Und wenn man hier über die Videos jetzt auch so eine krasse, geile Musik spielen, dann kommt das alles auch gerade viel extremer rein. Boah, jetzt bin ich richtig aufgeputscht hier. Was haben wir noch können lesen? Komm mit, was haben wir noch können lesen? Richtig, nicht nur die Bauarbeiter, die ganze Arbeitswelt, das ist ja eine helle Aufregung. Überall mangelt es an Fachkräften. Im Gastgewerbe, die IT-Branche, Ingenieurwesen. Die Lage ist so prekär. Viele Kinder, die am Zukunftstag sind, gehen reinschnuppern und sofort eine Festanstellung bekommen. Warum? Wo ist das Problem? Weißt du, was das Problem ist? Die verdammten Boomer gehen einfach in Rente. Wirklich. Das führt einerseits zu einem dichten Stress auf den Wanderwegen und den Modelleisenbahnausstellungen. Andererseits fehlen die jetzt als Fachkräfte. Und auf die jungen, hippen Stadtleute können wir auch nicht mehr zählen. Gell? Die wollen ja alle nur Baristas werden. Dadurch, dass es ein Natural ist, hat er ja ohnehin nicht so viel prononzierte Säure wie die gewaschenen Kaffees. Insofern war mir das sehr wichtig. Wow, genau so Leute fehlen uns denn. Ja? Auch in der Pflege zum Beispiel. Ein gläsernes Kinderspital Zürich hat wegen Personalmangel sogar einen Aufnahmestopp veranlasst und müssen kranke Kinder in andere Kantone verlegen. Zum Beispiel auf Chur. Das Loch im Kopf ist für ein Kind schon schlimm, aber dann auf Chur. Ja? Für ein Kind aus der Großstadt, müsst ihr euch mal vorstellen, der Schock, den das Kind hat, ja? Wenn da plötzlich fremdsprachige Bergmenschen mit ihm reden. Laut Branchenverband verlöhnt, das ist noch eine spannende Zahl, über 300 Pflegende pro Monat der Beruf. Über 300 im Monat, zum Vergleich. Das sind 150 Mal mehr Abgänger im Monat als Bundesrat. Ja? Interessiert aber niemand. Auch schuld an dem Umstand, die leider viel zu langsam umgesetzte Pflegeinitiative. Deswegen schicken die Schweizer Spitäler Jobvermittler direkt nach Polen und Italien, um dort aktiv Pflegende anzuwerben. Ausländer raus, das ist total veraltet. Sorry, Ausländer rein, bitte sehr, aber hoppla jetzt, wir brauchen es. Das sind regelrechte Castings, die dort in Polen und Italien stattfinden und die sind sehr erfolgreich, sagt die Chefin von dem Vermittlungsunternehmen. Unsere Kandidaten, sie sind in Vorbereitung von der Sprache. Das ist ca. 500 Stunden Deutsch. Das sind in Niveau B2. Ja, schön. 500 Stunden Deutsch und Niveau 2 haben die Leute. Meine, da haben gewisse Bundesräte schon weniger drauf getan. Gekommen zu werden. Also, ihr. Also, ich bin froh, mit Ihnen zu sein. Ja, andere sehen es etwas kritischer. Sie sehen in dem Anwerben eher als Abwerben. Zum Beispiel Kantonsspital Basel. Ich habe meine Bedenken, anderen Ländern Fachkräfte wegzunehmen, die vielleicht auch dort gebraucht werden. Und darum suche ich zuerst in der Nähe. Ja gut, man könnte ja einen Ausgleich schaffen, indem wir einfach unsere Baristas nach Italien schicken, oder? Unsere Baristas haben ja ungefähr so Niveau 2 gegen einen italienischen Espresso. Und da haben wir einen ungewaschenen Natural mit gar nicht mal so viel Säure. Mamma mia, fatti un Espresso stronzo! Eh? So geht das dort zu und her. Gewerkschaften und der Pflegeverband sind sich aber einig, nur eine rasche Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege könnte das Loch stopfen, nicht Italiener oder Polinnen. Das schlägt jetzt einfach mal kein Geiss weg. Höchstens ein Barista. Der Körper ist medium, aber sehr, sehr samtig, weich, eine ganz, ganz spannende, runde Textur. Barista, das müsste man sein, oder? Innen nicht. Ja, stimmt. Weniger. Nein. Auch nein. Nö. Apropos Zukunftstag, auch wir bei Döwil haben beim Zukunftstag natürlich aktiv mitgemacht.
und mal ein paar Kinder an meiner Stelle die aktuellen News kommentieren. In der Zeitung steht, dass die Fußballweltmeisterschaft. Wissen Sie, wo die stattfindet? Weiß ich nicht. In der Wüste. Was? In der Wüste bin ich geboren. In die Wüste von Dubai. Was meinst du, kann man, wenn es mega heiß ist, gut Fußball spielen in der Wüste? Nein. Wieso denn nicht? Weiß ich nicht. Das ist zu viel Sand. Was könnte man machen, dass es nicht so heiß ist in der Wüste zum Fußballspielen? Nur einen Roller mitnehmen. Der muss so groß sein. Dann musst du auf den Feld draufstellen. Hä? Hey, aber ist das dann nicht im Weg, wenn man Fußball spielen will, dass man an die kommt? Ja, du musst gerade in die Ecke tun. Aha, und wie viele von diesen Kühlen braucht es etwa? Kannst du da mir sagen? Etwa 1000? Kann ich etwas sagen, was in Deutschland passiert ist? Du verstehst auch Deutsch, oder? Nein. Du verstehst nicht Deutsch? Doch. Eben doch. Es geht jetzt im Fall, ist erfunden worden in der Schweiz, Zahnpasta-Tabletten. Zahnpasta-Tabletten? Hä, was ist das? Man tut Tabletten in die Zahnpasta tun und dann tut man Zähne putzen. Das ist sehr schön wie. Darf ich mal erzählen, was in Deutschland passiert ist? Gleich nachher, okay? Machen wir gleich. Ich lese in der Zeitung fast gar nichts mehr über Corona. Gibt's Corona noch? Ja. Was meinst du, Max? Was meinst du? Kurz eine Frage. Ja. Können wir jetzt besprechen, was in Deutschland passiert ist? Wir werden gleich besprechen, was in Deutschland passiert ist. Ja. Da steht gar nichts von Deutschland. Was ist denn in Deutschland passiert? Ein Junge ist von einer alten Oper angefahren. Die Junge ist so gelaufen. Tuk, 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 und die Auto wurde platt. Was? Ich kann es nicht glauben. In der Zeitung steht, dass wir jetzt dann einen neuen Bundesrat bekommen. Oder eine neue Bundesrätin. Wisst ihr, was ein Bundesrat macht? Was? Baba. Bla bla bla, dass sie etwas essen, was gut ist und was gesund ist. Ah. Erbsen. Was meinst du mit Erbsen? Erbsen sind so kleine Kugeln, so grüne Kugeln. Und was würdest du sonst noch befehlen als Bundesrätin? Eisbergsalat. Mit welcher Soße? Tomatensauce. Mmh. Wenn du Boss der Schweiz wärst, was würdest du befehlen? Die Boss sagt, was die möchte essen. Und die sagen, die melden ihre Eltern, dass die eine kalte Bad muss machen. Und dann werden die lustig machen so. Dann macht ihr sagen. Ja. Auch die USA haben eine gute Woche hinter sich. Dort sind ganz wichtige Wahlen angestanden, die sogenannten Midterms. Midterms tönt noch etwas zwischen schwedischem Sommerschlussverkauf und Funktionsunterwäsche, gilt aber als Gradmesser für die Präsidentschaftswahl 2024. Also, ob Amerika bald einfach nur noch höchstes Fieber und Raucherhusten hat oder doch die schlimmste aller Diagnosen, Trump im Endstadium. Immer in der Halbzeit der vierjährigen Präsidentschaft wählt Amerika die beiden Kammern neu. Also ähnlich wie bei uns die Wahlen im nächsten Jahr. Das Repräsentantenhaus kann man so ein bisschen mit unserem Nationalrat vergleichen. Der Senat entspricht so ein bisschen unserem Ständerat. Ja? Das Weiße Haus hingegen ist so ein vergleichbar mit unseren Rosttürmen in Basel. Das Weiße Haus hat im Augenblick einfach mehr Herzmedikamente an Lager, muss man auch ganz klar sagen. Sehr überraschend, der äußerst fähige, total überzeugende und offensichtlichste Kandidat bei diesen Midterms ist nicht einmal auf dem Wahlzettel gestanden. From New Limmatdal, der Daniel Josich ist nicht irgendwie dazu gekommen mit dem Slogan «You can get it if you really trötzle». Ja, hat er zwar ganz kurz Aufsehen gesorgt, ist dann aber trotzdem nicht berücksichtigt worden. Ja, schade. Im Vorfeld ist für viele Wahlbeobachter und Expertinnen bereits klar gewesen, ein hoffnungsloser Fall. Ja, auch der Daniel, aber vor allem die Demokratische Partei
Wir sind sicher, die Republikaner würden sich die Mehrheit in diesen beiden Kammern mit der Leichtigkeit zurückholen. Entsprechend selbstbewusst hat man sich in dem Lager auch gegeben. Seit 2 Jahren haben wir an diesem Ziel gearbeitet und jetzt ist es klar. Wir werden uns das Haus zurückholen. Yeah, you! Wer erinnert sich nicht gerne an die grosse Take-the-House-Back-Aktion, damals vor 2 Jahren? Ja? Damals hat es zwar nur für ein paar Möbel gelangt, aber hey! Jetzt einfach nur eins probieren, einfach hier nicht Tierfell, Schminke und Tote. Weil auch die Republikaner sind lernfähig. Wobei nicht wenige von denen setzen ja auch 2024 tatsächlich noch einmal auf eine rassistische Orange mit schon ordentlich Schimmelbefall im Fruchtfleisch. Das könnte sich jetzt als Fehler erwiesen haben, weil so krass, wie die Republikaner gehofft haben, ist der Umschwung dann doch nicht gesehen. Viele Republikaner, die von Trump offensiv unterstützt worden sind, haben in ihrem Staat einen Sitz verloren. Aber der Senatssitz, der Donald am meisten Sorge bereitet, ist der in seiner Wahlheimat Florida. Der hat zwar auch einen Republikaner gewonnen, aber was für einen? This is your governor speaking. Today's training evolution, dogfighting, taking on the corporate media. The rules of engagement are as follows. Number one, don't fire unless fired upon. Yeah, number two, wenn etwas an Ami beeindruckt, dann ein Männerbild aus dem Jahr 1985. Ja? Der Topgolf Ron DeSantis gibt als heißer Anwärter für den Präsidentensitz in 2 Jahren. Was ihn besonders macht, er hat es aber alleine an die Spitze geschafft, also ohne ihm Trump dafür müssen in den Arsch hineinzukriechen. Das ist kein Grund zum Feiern, weil der Ron DeSantis gilt als Trump-Klon. Und noch viel schlimmer, er wird als Trump mit Hirn bezeichnet. Trump mit Hirn. Das klingt mega unmöglich, ja? Wie Putin mit Herz oder so. Ja? Aber es ist eben auch sehr gefährlich, wie DJ Antoine mit geilen Songs. Muss ich mir vorstellen. Der Ron DeSantis hat jetzt 2 Jahre Zeit, um sich als Gouverneur zu beweisen. Und um beim Schweiz-Vergleich zu bleiben, bei dieser Sache, die Midterms sind eigentlich nichts anderes als die gut alt-schweizerische Probezeit. Du, wie lange sind wir jetzt schon zusammen? Zum 24. Ah, das sind genau 3 Monate. 3 Monate? Weißt du, was das heisst? Klar! Probezeitgespräch! So, Herr Künzli, Sie kommen jetzt gerade von einer längeren Nachtschicht. Das ist so. Nach 3 Monaten darf ich sagen, Ihre Bewerbung hat nicht zu viel versprochen. Ja, also ich muss auch sagen, dass es wirklich sehr befriedigend ist, unter Ihnen zu arbeiten. Aber gell, es gibt natürlich schon 2-3 Punkte, die wir schnell näher anschauen müssen. Haben Sie vor, das so beizubehalten, das mit dem Pendeln? Oder? Ja gut, also auf meine Sicht wäre es natürlich für mich schon interessant, wirklich einen festen Arbeitsplatz bei Ihnen einzurichten. Mm, das erstaunt mich jetzt ehrlich gesagt, das zu hören. Gerade wenn man bedenkt, dass Ihre Bewerbung immer noch online zu finden ist. Oh, nein. Ich habe das jetzt nur noch online gelobt, bis das Probezeitgespräch abgeschlossen ist. Heutzutage kann man ja nie wissen. Ja, klar. Also gell, jetzt nicht falsch verstehen, ich wollte nicht misstrauisch erscheinen. Ja. Ich habe Sie natürlich gerade so jobmässig auch eher sprunghaft jetzt erlebt, wenn ich jetzt gerade an Ihr letztes Arbeitsverhältnis zum Beispiel vor mir denke. Ah, nein, aber das vor Ihnen, das kann man gar nicht als Arbeitsverhältnis bezeichnen. Also das war so ein Kurzzeitpraktikum, also eine kleine Weiterbildung, könnte man sagen. Ein Schnupperlehr. Voilà, genau. Gut. Ihnen sollte jetzt aber schon klar sein, dass ich natürlich etwa von 100% suche. 100%? Also ich muss natürlich gestehen, ich war bis jetzt immer Freelancer gewesen und bin natürlich auch ein grosser Freund von Startups. Ich kann ja auch bei dir mal gerne in Aussendienst arbeiten, wenn Sie wissen, was ich meine. Da bin ich aber sehr froh, dass Sie das so sehen. Man muss sich ja heutzutage breit aufstellen. Gut, schlussendlich muss ja, egal an welchem Arbeitsplatz, aber die Performance stimmen, oder? Absolut. Ich habe hier etwas Kleines vorbereitet, wenn Sie mal geschwind auf die Matrix schauen wollen. Es ist ja extrem wichtig, dass eigentlich die Motivationskurve hier nicht abfällt. Ja, das ist wichtig für die Work-Life-Balance, weil sonst... Ja, sonst läuft man natürlich Gefahr, in ein Burnout reinzulaufen. Ja, genau, so ist es. Zu diesem Thema hätte ich jetzt eine PowerPoint-Präsentation für uns vorbereitet. Aha, growing together? Fragezeichen. Ich verstehe. Du willst auch eine offene Beziehung, hä? Voilà, meine Worte. Super. Dann auf eine gute Zusammenarbeit. Ja, Uli. Und einen guten Tag. Ja, bis später. Ja. Du. Wer ist das? Ja, Vorstellungsgespräch. Oh, hört! Da kommt gerade ein Fax rein. Oh, das ist ja wunderbar. Haben Sie das auch gesehen? In der Toskana hat man einen wahren Schatz gefunden.
Zwei Dutzend gut erhaltene Bronzestatuen sind in der Nähe von Siena in der Toskana in einem antiken Thermalbad entdeckt worden. Das vermeldet die zuständige italienische Behörde. Ah, Mist, jetzt hat man meine geheime Kleinkunstpreissammlung doch noch entdeckt. Gopfenteli. Nein, natürlich nicht. Bestens erhaltene Bronzestatuen hat man in Schlamm und Dreck gefunden. Laut Archäologinnen müssen wir jetzt anscheinend die römische Geschichte umschreiben. Ich finde ja gescheiter wäre es, wenn Italien statt Geschichte vom Römertum neu würde umschreiben, erst mal die Geschichte vom Faschismus würde aufarbeiten. Aber was weiß ich schon. Spannend ist trotzdem, was werden wir Neues über die Römer erfahren? Dass sie gar nicht im Licken gegessen haben, sondern im Handstand vielleicht? Ich weiss nicht, dass der Römertopf eigentlich als Toilette dient hat. Das wäre eine Überraschung. Oder hey, alte weisse Männer behaupten das ja schon länger, dass das römische Reich wirklich untergegangen ist, weil die Römer angefangen haben zu gendern. Vielleicht, ja? Apropos alte weisse Männer, die tief im Dreck stecken. Das Thema dieser Woche war ja klar. Das grosse Theater um SP-Ständerat Daniel Josic. Oder? Falsches Bild. Bitte das richtige Bild. Jetzt stimmt's. Gut. Der hat die Woche schon, oder? Ein bisschen aufgemuckt. Ich stelle mich zuhanden von der Fraktion für ein Amt zur Verfügung. Also, das ist ja jetzt noch kein Kriegsverbrechen. Nein, aber er hat so da, als wäre es eins, wenn man ihn nicht beachten würde. Was ist denn passiert? Ah ja, wir erinnern uns. Und für uns ist klar, dass die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga eine Frau sein soll. Ach, ihr redet einen Quatsch. Ich habe mich nie im Leben besser gefühlt. Ja. Voll im Saft, wie der Dani ist, hat er am Dienstag seine Kandidatur für den freiwählenden SP-Bundesratssitz bekannt gegeben. Und wie er das gemacht hat, knapp eine Dreiviertelstunde hat die Pressekonferenz gedauert. Also eigentlich die längste Ja-Ich-Will-Antwort aller Zeiten, inklusive mühsame Erklärungen. Ich verfüge über einige politische Erfahrung. Ich verfüge über einige berufliche Erfahrung. Ich verfüge... Über einen Penis, Daniel. Über einen Penis, ja. Das ist aber der Punkt. Jetzt sind doch Frauen mal an der Reihe. Ich meine, jedes Kindergartenkind weiss, es heisst schon lange nicht mehr nur der Boss, sondern... Die Boss. Ja. Und das ist auch gut so. Ganz schnell zum Nachrechnen. Würde Simonetta Sommaruga jetzt tatsächlich durch einen Mann ersetzt, würden nur noch zwei Frauen im siebenköpfigen Bundesrat vertreten sein. Das heisst, Frauen, immerhin 53% der Wahlbevölkerung, wären mit nur noch 29% in der Regierung vertreten. Von bisher 121 Bundesratsmitgliedern sind bis heute nur 9 Frauen gewesen. Oder bildlich gesprochen, es hat gleich viele Frauen im Bundesrat gehabt, wie bisher Josef und Ernst. Ja? Die SP selber hat bis heute 14 Bundesräte gestellt, nur 3 davon sind Frauen gewesen. Da geht definitiv noch mehr. Oder, um es noch klarer auszudrücken, was die Kandidatur von Daniel Josic angeht. Ich noch nicht. Ich habe noch weniger. Nein. Also, nein. Nö. Es geht also nicht darum, ob jetzt hier irgendeine Anstandsregel oder ein Prinzip eingehalten worden ist, beim Entscheid, nur eine Frau zu nominieren, sondern darum, sich als Mann auch mal zurückzunehmen. Jawohl. Gut. Aber ich kann Daniel ja auch ein bisschen weit verstehen. Als Penisträger wird man halt auch immer wieder von allen Seiten motiviert, ein bisschen rumzutrötzeln, wenn es einem nicht passt. Ja, wenn man zum Beispiel sieht, wie eine sorgfältige Geschichte mit dem männlichen Geschlechtsteil umgeht. Ja. Hey, und auch im Stegenhaus wird man so vom verwirrten Nachbar vollgewaffelt. Die höchste Karrierestufe in der Schweizer Politik ist der Bundesrat. Der Daniel Josic will dorthin, aber er hat die Rechnung nicht mit der Parteileitung gemacht oder die Parteileitung nicht mit ihm. Und auch wer Zeitungen liest, weiss einfach, hey, das kann nur ein Mann. Junge Mütter, die neuen Politstars. Wieso funktioniert anderswo, womit die Schweiz hadert? Eine Bundesrätin mit kleinen Kindern. Geht das? Eine junge Mutter im Bundesrat. Eine Illusion? Eine Illusion? Nein, falsch. Eine Realität. Ja? Kandidieren tut ja unter anderem auf der SP eine Mutter mit 2 kleinen Kindern. Evi Allemann. Und die hat wirklich festgestellt, Bundesrätin und kleine Kinder, das ist möglich. Ja, warum auch nicht? Gemäss Bundesamt für Statistik haben 2021 in der Schweiz 82% von allen Müttern gearbeitet. Wirklich. In der Pflege, als Lehrerinnen, Malerinnen, Polizistinnen, sogar als Urologinnen. Wahnsinn! Und sind wir mal ehrlich, der Job als Bundesrat ist jetzt nicht so schwierig, oder?
Schaut hier zum Beispiel CVP-Bundesrat Alfons Egli in einer sehr schwierigen Mission zum Thema Waldsterben in den 80er. Herr Bundesrat, werte Herren, für Besichtigung haben wir hier einfach eine Ecke ausgewählt, wo wir ein bisschen zum Wald aussehen. Vor allem die Buchen hier hinten möchte ich anschauen. Komm, das schafft sogar eine Frau, ganz ehrlich. Und auch in der neueren Zeit ist der Leistungsausweis von unseren männlichen Bundesräten ja überschaubar geblieben. Ja? Verpatzte Handshakes, verpatzte Kommunikation. I cannot nothing fail to this issue. Total verpatzte Tönü, verpatzte, ja, Corona ganz allgemein verpatzt, ja, bis zu total verpatzten Blumen übergeht. Ja, wie der Letzige. Ui, Jesus Gott, es geht der Blocher auf dem Podest. Also bitte, das können doch Frauen im Bundesrat genauso schlecht. Erinnert euch, verpatzte Telefongeflüster, verpatzte, also Kampfjetbeschaffung ganz allgemein, verpatzte Tönü, ja, bis zum total verpatzten DJ-Auftritt. Das groovt so richtig, oder? Was uns weiter zu der Frage bringt, was muss Mensch eigentlich mitbringen, wenn man Mitglied vom Bundesrat werden will? Recht, Pflicht und Voraussetzungen für das Amt sind in dem umfangreichen Werk detailliert festgehalten. Im Aide-Mémoire, ja, also quasi der Bundesratsknicke, ist das. Gerade auf Seite 5 steht aber zum Beispiel, was ein Bundesrat eben nicht sein darf. Nicht gleichzeitig Mitglieder des Bundesrats sein können. Zwei Personen, die miteinander verheiratet sind, in eingetragener Partnerschaft leben oder eine faktische Lebensgemeinschaft führen? Das ist ein bisschen schade, oder? Eigentlich. Aber so ein bisschen miteinander rummachen darf man, glaube ich, schon im Bundesrat, oder? Ein bisschen Departement-Tausch, ein kleines Vorstösschen und wieder. Ne? Auch nicht gleichzeitig Mitglied vom Bundesrat. Sie können übrigens... Zwei Personen, deren Ehegatten eingetragene Partnerinnen oder Partner Geschwister sind. Ja, jetzt wissen wir auch, warum es nie zwei Bundesräte gleichzeitig aus dem Appenzell geschafft haben. Ja? Außerdem auch noch spannend, trinkfest muss man sein als Bundesrat. Da steht nämlich unter 5.3 Bundesratskeller. Hast du schon mal vom Bundesratskeller gehört? Die Weinkeller des von Wattenwil-Hauses enthalten eine Auswahl von Flaschenweinen, die in erster Linie für die offiziellen Einladungen bestimmt sind und einzelfallsweise auch für andere Anlässe genutzt werden können. Bundesratskeller. Was für Geheimnis birgt echt sonst noch der Bundesratskeller im von Wattenwil-Haus? Das Endlager der gescheiterten Rahmenverträge vielleicht? Ne? Vielleicht ein Notvorrat an männlichen Bundesräten, falls die mal ausgehen sollten? Oder eventuell, hey, alle Preise, Pokale und Auszeichnungen für erfolgreiches Pandemie-Management? Ich weiß es nicht. Oder doch eventuell einfach Zellen vom Hannibal Josic? Was sonst noch so verlangt wird, laut dem Leitfaden hier, man muss repräsentieren. Aufgaben im Inland mit Repräsentationscharakter. Neujahrsansprachen? Gut, Neujahrsansprachen, das bringt man hin, oder? Was braucht man dazu? Ein Tunnel, ein Stanley und gut ist. Ja? Was noch? Ansprache an das Schweizer Volk am 1. August? Also 1. August-Ansprache, was brauchst du dazu? Ja gut, ein Tunnel, ein Stanley und gut ist, würde ich jetzt mal sagen. Muss man sonst noch irgendetwas repräsentieren als Bundesrat? Tag der Kranken. Der Tag. Jetzt wird mir alles klar. Die berühmte Bundesratsrede ist einfach der mühsame Pflichtauftrag. Es gab sie damals. Zeig mal. Chers malades, chers proches, amis et connaissances de personnes malades. Ja, aber gut, so viele Sachen sind das jetzt nicht, die man erfüllen muss. Oder? Das schafft sogar der Dani Josic. Oder tun wir dem Dani Unrecht mit unserem Blödsinn über ihn und seine Kandidatur? Ist Bundesrat werden am Ende etwa wirklich ein Menschenrecht? Fragen wir doch jemanden, der rauskommt. Michel Kalt. Michel Kalt, ist Bundesrat werden eventuell ein Menschenrecht? Für das müssen wir in die Bundesverfassung schauen. Die Bundesverfassung ist das wichtigste Schriftstück der Schweiz. Vor dem Bundesbrief, dem Heidi-Roman und sogar noch vor dem Twitter-Account von Victor Jacobo. Gemäss Bundesverfassung haben Schweizer innen sogenannte politische Rechte. Dazu gehört auch das Recht, sich in ein Amt wie den Bundesrat wählen zu lassen. Dem sagt man passives
Wahlrecht. Passive Kernkompetenz der Exekutive ist es ja, die Lage zu beobachten. Aha, ich verstehe. Aber wenn sich jetzt die SP weigert, ja, den Herrn Josic zu nominieren, verletzt es dann nicht ihm sein passive Wahlrecht? Nein, weil die politischen Rechte haben wir nur gegenüber dem Staat. Die SP steht aber zum Staat wie der Pfarrer zu Gott. Sie sind nicht identisch, aber sie glauben mega fest dran. Und die SP entscheidet auch nicht, wer Bundesrat werden darf. Weil das Parlament kann nämlich theoretisch jede Person wählen, die einen Schweizer Pass hat und erwachsen ist. Egal, ob sie von einer Partei nominiert worden ist und egal, ob die Person etwas taugt oder nicht. Als Bundesrat wählbar sind darum auch Homöopathie gesteuerte Reiki-Schamanen, rechtsradikale Eichhörnli-Züchterinnen, verhaltensoriginelle Kindergärtner und die Ausnahmefälle sogar Tessiner Ärzte. Moment, hast du jetzt wirklich gesagt, Bundesrat müssen erwachsen sein? Also auf dem Papier, sich wie ein Erwachsener verhalten, ist in der Politik optional, und zwar unabhängig von der Gesinnung. Weil Frau Badran schießt ja Leute zusammen wie Fräulein Rottenmeier auf Crystal Meth. Die Usolini verfällt in Schnappatmung, sobald ein Satiriker von einem schlecht genderten Witz träumt. Unser Bundespräsident führt zusammen mit einem 12-Jährigen, der den Hund ständig seine Hausaufgaben frisst. Und der Fraktionschef der SVP hat den emotionalen Reifegrad von einem unkastrierten Rottweiler. Das war jetzt also sehr hart und unfair gewesen, gell? Also gegenüber den Rottweilern, muss ich sagen. Du hast recht, Dominik. Entschuldigung. Asche auf mein Haupt. Jetzt aber schnell zurück zum Thema. Was ist denn mit dem Diskriminierungsverbot? Ja? Gilt das denn für die SP in diesem Fall nicht? Nicht wirklich, weil politische Parteien werden grundsätzlich wie Privatpersonen behandelt. Und Private dürfen andere Leute in der Regel nach Lust und Laune ablehnen. Die FDP steht nicht auf Arme, die Grünen finden SUV-Fahrer scheiße, die Mitte benachteiligen die Menschen mit Rückgrat. Und die SP diskriminiert jetzt halt ab und zu Menschen, die einen Penis haben. Oder einen Sinn für Humor. Schön. Zum Schluss noch. Am letzten Donnerstag war ein Zukunftstag. Ist zu dir auch ein Kind in die Kanzlei arbeiten? Sicher nicht. Wenn ich mit Kindsköpfen umgehen könnte, die ständig miteinander streiten und obendrauf noch total mediensüchtig sind, wäre ich nicht Anwältin geworden, sondern Arena-Moderator. Danke, Michel Kalt, für die Einschätzung. Fragen wir doch zum Abschluss andersrum. Warum will jemand überhaupt dort hin, in den Bundesrat? Was bringt es denn ganz genau? Für die Dauer ihres Amtes oder ihrer Anstellung werden die Mitglieder des Bundesrates von der Militärdienstpflicht befreit. Ah, jetzt weiss ich, warum die Grünen unbedingt die Bundesratin erwähnen. Ist klar. Und sonst hat es sonst noch Vorteile? Die Abonnemente für Telefax inklusive Gerät sind für die ehemaligen Mitglieder des Bundesrates während eines Jahres nach dem Rücktritt kostenlos. Ja, gut, das ist ja schon mal cool, oder? Ich meine, Fax. Ich meine, gibt es etwas Effizienteres im Satire-Business? Ich glaube es nicht. Im Fall von Daniel Josic ist aber klar, warum er so Druck macht. Als Bundesrat hat man wirklich, das steht auch hier, im Stadttheater Bern dauerhaft Anspruch auf einen reservierten Logenplatz. Logenplatz, ne? Der ideale Anreiz für Daniel, also für jemanden, der einfach mega gern ein Theater macht. Bei uns fällt für diese Woche auch der Vorhang. Nächsten Sonntag sehen wir uns im grossen Staffelfinale. Bleiben bis dahin ruhig, alles wird gut. Ciao zusammen, gute Nacht.